Herzlich willkommen zum Derby gegen MSV Duisburg bei Bichatian. Mal sehen, ob das letzte Spiel gegen Heidenheim der Beginn einer kleinen Serie ist. So, auf der 12. gegen den 14. sehen wir hier also. Ja, beide Mannschaften in Auswärtstrikot, weil die Heimtrikots schon etwas leicht zu ähnlich sind. Ja, bei uns, ich habe von der Mannschaft, die letzte Woche gewonnen hat, keine Änderungen vorgenommen. Und hier sehen Sie die Aufstellung der Duisburger. Fletch, ja, mit seinen auswuchernden Haaren. Ja. Riemann im Tor. Wijnaldum, Bastians, Fabian, Schlotz in der Abwehr. Eisfeld im Mittelfeld, in der Mitte. Davor dann Habra und aus den Außenbahn Terracino und Bulut und Sturm natürlich Terodde, obwohl er wenig getroffen hat letzte Zeit. Ja, Entschuldigung, da hatte ich einen kleinen Hänger, aber so schnell konnte ich das auch nicht lesen. Anschluss Bochum, Habra. Ja, der erste Pass ist ein bisschen missglückt, aber in den eigenen reingeblieben. Rüger auf Wijnaldum. Was macht er denn da? Und kann auch hier nicht gut abhalten, aber niemand passt auf. Und der erste Schuss von Duisburg, aber zum Glück relativ weit. Abschlag, jemand. Der kommt bald zum Duisburger. Fabian passt hier auf Bastians. Bochum mit mehr Ballbesitz. Schelotzi ist hier zu langsam, aber gut, ein Angriff raus. Maria auf Schelotzi eingeworfen und ja, so wurde dann die Flanke abgelaufen, der Flankenversuch. Ja, da ein bisschen Abstimmungsprobleme bei den Duisburgern. Schelotzi auf Eisfeld. Auf Schelotzi. Flankenversuch abgewehrt. Und das gibt Ecke schon. Die erste Ecke in der 11. Minute. Terracino. Eine gute Ecke. Flanke Terracino. Aber die war zu eng auf den Duisburger Keeper. Frei, aber der hätte ja selber schießen müssen, weil dieser Pass wurde sehr schön abgefangen. Terracino auf Terodde, aber das war nix. Holland. Ja. Die Duisburger haben jetzt das Heft des Handelns in der Hand und Özbek schießt, aber Riemann rettet hier zur Ecke.
Gefährliche Ecke. Aber verursacht hier einen Einwurf. Bevor es zu einer Flanke kommen konnte und nochmal Haberer. Sprungfreudig der junge Mann, der aus Hoffenheim ausgeliehen wurde. Terrazino auf Uger. Das war nicht sehr gut. Aber und auch nicht zu große Gefahr. Und wieder so ein schlechter Abstoß. Aber wird hier gefault an der Mittellinie. Und das gibt eine Karte für die 23 Holland. Bastian sah kurz, Olga verliert den Ball. Flanke. Beinahe dumm. Veraltet einen weiteren Flankenversuch. Ja. Obina! Oh. Bastians auf Terrazino. Und da wird wieder hier gelegt an der Mittellinie. Diesmal von Fletschner. Fletscher, Entschuldigung. Wijnaldum setze ich hier schön A durch. Das war nichts. Oh, kommt man auf Riemann. Das hätte auch gefährlich werden können. Terrazino gefault. Aber, naja, kein Pfiffund. Und eigentlich für Duisburg gab es da. Der Rodde. Kam hier nicht am Ball. Bastians mit einem schönen Kompakt. Olga verrennt sich hier wieder. Du Mann, der Schuster war schon gefährlich. Knapp übers Kreuz. Weiter Abschlag diesmal. Und da war wieder nichts. Gut gestört hier. Eisfeld bekommt den Ball. Kann sich hier befreien. Zu einer Flanke, aber der Torwart ist dran. Tabara schießt drüber. Erheblich drüber. Da duckt sich Terodde, bevor er den Ball mit voller Wucht ins Gesicht bekommt. Das hätte ziemlich weh getan dann. Gute Grätsche. Wer hat hier wen gefault? Und das gibt mir die nächste gelbe Karte. Özbek ist es. Özbek legt hier Eisfeld. Özbek ist sauer. Muss hier von Holland aufgehalten werden.
Na, das sah nicht gut aus. Der Freistoß war gar nichts. Halbzeit. Was macht die Form der Spieler? Siebeck ist wohl erster Wechselkandidat. Also, ja. So wirklich gutes Spiel macht er ja auch gerade gar nicht. Da wird sich wohl überlegt werden, ob mal der nächste Woche über nächstes Spiel überhaupt in der ersten Mannschaft ist. Was war das für eine Aktion? Einwurf für Bochum an. Außenlinie. Nach einem ziemlich. Maria wird hier gefoult. Gelbe Karte für Wolze. Duisburg hier ziemlich am Treten. Ob die wirklich mit Effmann vom Platz gehen? Na. Einwurf MSV sah für mich nach Abschlag aus. Abstoß, naja. Uiga. Oh. Schelotzi holt sich hier den Ball. Auf Uiga. Der setzt sich durch, versucht hier zu schießen. Terodde. Übers Tor. Ja, dann werden wir auch Uiga zum Ziebeck wechseln für Lucilla. Sonst noch kein Wechselbedürfnis. Und Özbek wurde auch gewechselt. Oh, gefährlich war das aber niemand. Konnte hier den Ball noch. Maria. Auf Wolze. Diesmal fair gegen Maria. Fletcher. Ah. Wijnaldum. Ah. Einwurf. Wijnaldum auf Terracino da. Bei Fletcher. Fälscht den Ball ab nach außen. Lucilla verliert den Ball. Hatschi. Hatschi. Eisfeld. Ah. Tomane wieder. Mit deinem gefährlichen Schuss, den hätte Riemann da nicht abwehren können. Müssen wir wieder auf dem Netz Last-Minute-Tor warten hier. Maria verliert den Ball. So. Hajigi, Thomane und nein! Haaland macht das Tor und Bochum wechselt aus. Sehr enttäuschend.
Knapper für Habra und Novikovas für Terracino. Nein, ist das enttäuschend. MSV Duisburg geht mit 1:0 in Führung. Ziemlich aus nix. Ja, da kannst du wenig machen, aber Olend steht da ziemlich alleine. Bastian versucht da noch was zu machen, aber ja, da war es nicht. Da hat es geklingelt. Ja, die Stimmung ist wieder gedämpft hier. Fabian kann nichts gegen. Und hier sogar noch das 2:0 von Brückner. Sehr enttäuschend wieder. Hier. Maria. Ziemliche Grätsche, aber ohne Foul. Einwurf. Ja. Und ja, Tomane hat heute kein Zielwasser getrunken, zum Glück. Und Kevin Scheitauer, auch ein Ex-Bochumer. Der nicht so wirklich passt im Sturm und noch ein Freistoß für Duisburg. Ja, was soll ich da noch sagen? Schlecht gelaufen. Maria auf. Novikovas auf Maria. Eine Flanke von Maria und oh, Mlapa fast mit dem Anschlusstreffer. Aber da war ein paar Zentimeter neben das Tor. Die Nachspielzeit auch schon am Laufen. Riemann kommt raus aus dem Tor. Klappt den Ball erstmal weg. Oh. Bastian räumt hier den eigenen Mann ab. Und hier auch ganz legal, ziemlich stark. Ja, Duisburg gewinnt 2:0. Und Leipzig verliert 0:3. Union Berlin gewinnt 2:0. Ja. Ja, die Tabelle können wir gerade nicht ansehen. Trainingstime.
Eisfeld und die Dribbling-Parcours. Ulrika Sieberg mit Beinbesitzhalten. Und Haber mit Dribbling-Parcours. Meine Stimmung ist jetzt etwas gedrückt. Na gut, aber... Naja, Gül mit El Rondo defensiv und... Abrau... mit 1 gegen 2 mal wieder. Was schafft der Herr Eisfeld? Ein Ziel. Oh. Na gut, passt, aber er ist aufgestiegen. Also wird er nicht mehr weiter trainiert. Erstmal. Da wird er jetzt in die randomisierte Training reingesetzt. Uiga. Oh, ein F. Haber. Ein C. Boah, der kommt. Steigert sich. Gül. Mit einem D, aber das reicht auch nicht zum Aufstieg. Immer noch nicht. Ja, Abrau. Mit einem D und er entwickelt sich prächtig. Da haben wir einen guten Empfang gemacht. So, Post. Hier, Ankündigung für WM-Qualifikation mit Peru. Ja, bisschen Post aus Deutschland, ja. Und bevor wir mit dem ersten Länderspiel machen, verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, ja, Kommentar und ein Däumchen könnt ihr auch gerne da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.